Hallo Leute, willkommen bei Assassin's Creed Origins. Ihr glaubt es nicht, aber ich spiele es jetzt weiter. Ich weiß zwar nicht, wie lange das anhält, wie lange ich Bock drauf habe, aber mal gucken, ne? Ja, wisst ihr, bei mir ist das Ding, ich weiß es nicht, ich habe zu viele Spiele, ich habe einfach zu viele Spiele. Ich habe auch so viele Spiele, die ich angefangen habe, aber nie zu Ende gespielt habe. Locker so 20 Spiele. Weißt du, und das sind an sich eigentlich auch voll die geilen Spiele, aber ich kann auch, ich habe halt nicht. Nach einer Zeit habe ich einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Das Einzige, was ich so an Story spielen kann, ist FIFA. Auch wenn die Story da auch ganz schön scheiße ist. Auch generell FIFA kann ich auch so lange zocken, wie ich will. Es wird irgendwie nicht langweilig. Klar gibt es noch ein paar Momente, aber mache ich das Spiel auch einfach aus und spiele am nächsten Tag weiter. Aber irgendwie bei anderen Spielen, wo eine Story ist und so, da ist das irgendwie. Keine Ahnung, da bin ich irgendwie schnell gelangweilt. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Störung geht. Okay. Okay. Wie pfeife ich mein Kamel her? Alles klar. So, jetzt kommt das Kamel, ne? Okay, wie steige ich auf? Hab mir das angezeigt? Aufsitzen, okay. Alles klar. Allein schon, wenn ich das sehe. Ach du Scheiße. Ach, boah, das habe ich gar nicht so groß in Erinnerung, Leute. Das habe ich gar nicht so groß in Erinnerung, ey. Okay. Dann kriege ich schon wieder Angst, wenn ich so eine große Map sehe. Dann ist das hier, hab ich hier alles gemacht. Warte mal, da bin ich schon wieder in zwei verschiedenen Punkten hier, ne? Was ist alles noch eins? Ah, das ist ja noch dieses Lake Mariot, ist das hier alles, oder wie? Ne, das ist schon Imenten Nome. Kann ja weiß eigentlich gleich zerbersten. Ich würde mal sagen, wir steigen erstmal langsam wieder ein. Und reiten mit dem Kamel. Erstmal ganz entspannt zum Schnellreise. Zum Aussichtspunkt. What? Was bei ihm Oh. Ah, ist so schlimm. Keine Ahnung mehr vom Spiel. Richtig scheiße irgendwie. Ich habe manchmal solche Tage, wo ich dann irgendwelche alten Spiele installiere wieder. Die ich irgendwie nie durchgespielt habe. Was mache ich denn hier schon wieder? Dann habe ich manchmal so Tage, wo ich mir die dann installiere. Und dann einfach wieder anfangen zu spielen. Aber das kommt selten vor. Jetzt mache ich es einfach nur. Ich spiele es jetzt einfach nur weiter, weil ich was aufnehmen wollte. Ich habe Urlaub, ich wollte einfach wieder irgendwas machen. Irgendwas. Ich wollte was auf dem PC aufnehmen, das hat nicht geklappt. Leider Gottes. Weil entweder ist das Spiel die ganze Zeit abgeschmiert, aber es kamen irgendwelche Fehlermeldungen. Weil. Ich habe einen alten Fernseher als Bildschirm noch. Und das ist immer ein bisschen komisch mit diesen ganzen Bildschirm, Grafik, Größe, Gedöns, weißt du, und dann kommt da irgendwelche Fehlermeldungen die ganze Zeit. Habe ich auch bei Counter-Strike jetzt so. Ich habe auch irgendwas geupdatet und so, was da irgendwie nicht ganz sauber ist. Und was greift mich denn jetzt an? Tier töten. Was für ein Tier? Welches Tier? Es gab doch nur so einen Adlerblick, ne? Wie mache ich den denn? Was gibt's denn noch für Tasten? Was soll ich denn für ein Tier töten, ne? Okay. Wie gesagt, ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. In die ganze Steuerung und so. Ich hoffe wirklich, dass ich das dann jetzt durchspielen werde, weil ich habe am Anfang von Assassin's Creed Origins gesagt, dass ich das durchspielen will, bis Odyssey draußen ist. Jetzt ist Odyssey seit einer Woche draußen oder so. Aber ich habe es noch nicht mal ansatzweise.
ich weiß. Dasselbe Phänomen habe ich auch bei Tom Clancy's Ghost Recon irgendwas oder so. Wildlands. Da ist die Map auch so riesig. Die ist ja so riesig einfach. Habe ich mit einem Kollegen angefangen zu zocken. Aber das macht irgendwie so. Es hat irgendwie kein, also es macht schon Spaß, aber wenn man spielt nochmal 2 Stunden, dann lässt man es irgendwie auch wieder links liegen. So was bei mir jetzt auch bei Assassin's Creed Origins hier. Vor allem, was mich ja am meisten abgefuckt hat, dass die Steuerung anders ist. Ich mag diese alte Steuerung von Assassin's Creed mit diesen 4 Tasten da. B, X, A, Y. Weißt du, aber das gibt's hier halt nicht mehr. Das fand ich auch ziemlich scheiße. War, glaube ich, auch so ein kleiner Grund, wieso ich nicht mehr so viel Bock auf das Spiel hatte. Ah, hier ist der Aussichtspunkt. Okay. Absteigen weiß ich noch. Das weiß ich auch noch, das wusste ich nämlich nicht. In irgendeiner Folge, wo ich das erstmal geritten bin auf dem Kamel. Okay, synchronisieren. Boah, eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das auf jeden Fall nicht mein Lieblingsteil von Assassin's Creed ist. Auf keinen Fall. Welche Teile habe ich bis jetzt gezockt? Ich habe, lass mich mal überlegen. Ich habe bis jetzt eigentlich Brotherhood, Revelations und Syndicate, glaube ich, gezockt. Und Black Flag. Von all denen hat mir, also die Brotherhood Revelations Teile waren beide ziemlich geil. Black Flag fand ich nicht so cool, weil ich mag das nicht so mit den Schiffen. Ich weiß auch nicht, das hat ja eigentlich jeder gefeiert, aber ich mag das irgendwie nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Vor allem fand ich das so viel zu kompliziert mit diesen ganzen Steuerungen und so. Ich weiß nicht, vielleicht war ich damals auch einfach zu jung dafür und fand's scheiße. Also ich hab's nicht hinbekommen oder so. Auf jeden Fall, Syndicate habe ich auch vom Jahr gezockt. Also das war ziemlich geil. Da habe ich so noch versucht, ein bisschen mehr zu spielen. Also so Richtung 100%. Oder zumindest ein paar Erfolge noch zu erspielen. Aber da habe ich echt viel Zeit drin verbracht. Wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit wie manch anderer. Aber für meine Verhältnisse viel Zeit. Eigentlich wollte ich ja langsam anfangen, ne? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das muss ich nochmal gucken, wie macht man den Adlerblick, oder wie es heißt. Inventar, ich was Neues, was ist denn das? Relikt des Orakels. Oh fuck, mir fällt gerade auf, Deutscher spielt ja gerade. Ich glaube, die führen eins noch, ne? Hast du gerade irgendwas gelesen? Gucken, ob es noch so aktuell ist. Dann würde ich das vielleicht sogar gucken, aber jetzt spielt es ja hier eine Runde. Jetzt keine Ausrede, weil ich keinen Bock auf das Spiel habe. Jogi Löw hat eine Menge umgestellt in diesem Spiel, da will ich mal gucken, was abgeht. Ja, guck mal, Torschüsse. Ja. 2 Torschüsse mehr. Das sieht gut aus. Okay, ich wollte Steuerung gucken, was mache ich denn? Menü. Option. Steuerung ist ganz rechts. Okay. Adler steuern. Glaube ich, kann jetzt nur mit dem Adler gucken, oder? Wieso kann ich nicht? Ich würde das am besten unauffällig machen wollen. Direkt 2. Hä.
ging schnell, wie es haben wollte. Alles klar, okay. Aber wie sehe ich sie denn jetzt? Es gab doch nur so aus wie Adlerauge. Ach, Animus-Impuls nennt sich das jetzt. Das ist das ja quasi. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das ist ein Außenposten, alles klar. Okay. Wer schießt hier? Ah, jetzt geht's. Kann ich nicht irgendwie... Also kann ich Sachen identifizieren oder wie? Da bin ich. Schild einer. Hier ist noch einer. Gibt's da noch was zu holen oder wie? Oh, hier schläft auch noch einer. Dann sieh mal an. Das war's oder was? Der will die ganze Zeit hier drauf hinaus irgendwie, ne? Okay. Aber drei gibt's und zwei schlafen von denen, also es ist ja nicht so schwierig. Nice. Okay. Kann man eigentlich auch von vorne ran, ne? Machen wir zum Schluss. Dann haben wir das. Heul mal nicht so rum hier. Ein Schild. Okay. Das ging ja easy. Fotze. Hä? Was willst du? Alles klar. Klingt gut. Haben wir jetzt erstmal direkt zerstört. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein besseres Schild, ne? Ja, das Bronze-Schild hier. Das ist besser. Oder ich bei meinem komischen Schlacht von Gibion Klinge. Sieht ziemlich brutal aus. Fangen wir damit ein, durch den Körperstich, dann weiß ich. Bleibt das auch noch irgendwie im Gedärm hängen und so. Okay, was machen wir denn jetzt für eine Scheiße? Irgendwas krasses jetzt noch. Flusspferdversteck. Will man ein Flusspferd töten. Da ist noch irgendwas. Hier ist noch so ein... Das ist ein Geiernest. Hier können wir mal hin. Obwohl das ist viel zu weit weg eigentlich dafür, dass man nicht weiß, was das ist, ne? Das ist eine Nebenquest hier. Dann würde ich einfach mal sagen, wir versuchen da irgendwie rüberzukommen. Obwohl, ne, kommen wir eigentlich von hier direkt mit Bödlein fahren. Ja, kannst dich wieder verbissen. Alles gut. Ne, ich brauch dich nicht. Was ist denn das da hinten für ein Riesenteil?
macht der denn da? Wie ist denn das so schnell? Hast du einen eingebauten Motor am Arsch oder was? Ich würde nochmal sagen, dass wir hier jetzt erstmal. Der schläft genau. Sind das Feinde oder? Nee. Die sind keine Feinde. Ist irgendwo ein Schatz oder was? Ist das da? Alles klar. So, jetzt hier schnell weg, bevor die Crocodiles kommen. Das Geile ist, hier kommen die wenigstens nicht hoch. Hä? Wo ist der andere? Ist da hinten. Wenn ich jetzt erstmal ausnehmen. Okay, gut. Wo ist jetzt ein. Da oben, okay. Mich verarschen. Ach komm. Ich glaube, dann gehen wir mal von der anderen Seite hoch, ne? Was? Mich verarschen? Geht doch. Alles klar. Zwei Pyramiden da ganz hinten am Horizont. Oh, das ist klar. Hier ist noch ein Schatz. Hier ist noch ein Schatz. Kann man den auch gleich mal. Wo ist denn jetzt? Ach, da hinten, okay. Können wir den Schatz auch nochmal suchen. Wenn wir schon mal hier sind. Also jetzt habe ich auch Bock auf 100% zu spielen. Ey. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie bin ich komisch. Irgendwas ist so mit mir schief gelaufen. Ja klar. Endo oder schießen. Bär. Mechai, alles klar. Raubtierangriff. Scheiße. Jetzt rennen sie alle. Ich will den Schatz noch finden. Wo ist der Schatz? Hallo? Wo ist der Schatz? Rast hier aus. Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Können wir dir helfen? Ne? Sorry, die Loko. Ja, wo sind die jetzt hin? Oh! Oh, da ist er. Also einen Kollegen gefunden. Das ist scheiße irgendwie, ne? Ich habe keine Muni. Sag mal, habt ihr hier irgendwo ein bisschen Pfeile? Das wäre ganz praktisch jetzt gerade. Im Nahkampf gehe ich mit den Dingern nicht. Schatz, wo ist denn hier ein Schatz?
brauche Pfeile. Ach komm, scheiß drauf, du kleiner. Nächstes Mal. Was? Was ist das denn? Fuck. Oh fuck. Ich muss gerade voll die Schmetter. Dass ihr diese Xbox-Controller-Geräusche so laut hören musstet. Es war nicht meine Absicht. Ja, ey, ich hab sie alle getötet, chillt. Weißt du, bedanken sich noch nicht mal? Gibt's doch nicht. Hier unten drunter oder was in der Höhle? Ist da was? Ah, hier. Hätten wir das jetzt auch getan, können wir wieder abdampfen. So. Möchte ich auch erstmal sagen, war es das mal wieder mit der ersten Folge Assassin's Creed Origins. Ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. Bis gleich. Bis gleich.